Meine lieben Gruselfreunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Alone in the Dark und unserem Kesselpuzzle. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Und wir wollen noch mal gucken, ob wir das irgendwie gelöst bekommen. So, warte mal. Nee, nicht dahin. Das da vielleicht. Das da. Ja. Okay, warte mal. Das vielleicht. Oh ja, das passt. Das ist cool. Guck mal. Obwohl, nee, warte mal. Warte mal. Das vielleicht. Nee. Das passt auch nicht, ne? Wenn wir das drehen. Kommt das hin? Ah ja, warte. So, ne? Ja, guck mal, jetzt haben wir ja die Sonnenstrahlen. Okay, warte mal. Das hier. Bei dem bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das da wirklich hinpasst. Aber wir lassen das mal eben so. Das hier, das könnte eventuell da passen, oder? Vom Rand her jetzt, wenn man sich den Rand anguckt, könnte klappen, ja. Okay, warte mal. Dann haben wir hier. Das muss doch bestimmt dahin, oder? Oder hier? So. Ja, bei dem Ding bin ich mir gerade auch nicht sicher, wo das hinkommt. Ich das mal drehen, so. Okay, jetzt haben wir noch das hier übrig. Es hat geklappt. Wie schön. Ich freue mich. So, jetzt können wir hier durch, ne? Jo. Loch in der Wand. Regal. Ja. Okay. Viel mehr gibt's hier aber auch nicht. Ah, hier. Aha. Druck, ne? Da hat er 7 Bar, 9 Bar, 5. Okay. Interessant. Und nu? Ah. Was hatte ich gesagt? 7? Neun. Fünf. Nee, ne? Passiert nichts. Dann machen wir 9, 7, 5. Ah! Jawohl. Das schwarze Glas zeigt wieder einen anderen Raum. Das muss der Weg zu einer weiteren Erinnerung von Jeremy sein. Okay. Eine weitere Erinnerung. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Boah, ist das gut gemacht. Guck mal. Sieht aus wie so ein Friedhof. Ich wusste es. Ich wusste, es würde funktionieren. Du wirst hierbei richtig gut, Cornby. Vielleicht sogar zu gut. Das erinnert mich an das Spiel, was wir gespielt haben auf dem Friedhof. Mit der Nachtwache, ne?
ich glaube, Night Shift oder so hieß das. Wenn ich mich richtig erinnere. Das war auch richtig gut. Okay, wir gucken mal, was es hier so gibt. So. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? Guck mal, hier ist nur so ein Gang. Hier geht's auch noch weiter. Okay, warte. Wir gehen erstmal hier rein, bevor wir da weitergehen. Licht kann ich auch mal anmachen. Oh, guck mal, hier steht was. Die Familiengruft der Hartwoods. Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ja. Ich hätte sie für einen Yankee wie mich gehalten. Okay. Relativ unspektakulär. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Deckel da gleich auffliegt und da irgendwas rausgekrabbelt kommt. Aber bis jetzt nicht. Guck mal, hier ist eine Truhe. Munition. Für die Flinte. Sehr gut. Munition ist immer gut, ja. Ich seh nix. Uiuiuiui. Hier, guck mal, da war es noch ein Stein gewesen. Den habe ich eben gar nicht realisiert. In dem ganzen Stress. Aber ist okay. Wir gehen mal hier weiter. Und was ist das? Na, was haben wir denn hier? Ja, da muss irgendwas rein, ne? Da fehlt etwas. Ja. Hab ich wohl mitbekommen. Lass mich raten. Das müssen wir jetzt finden, oder? Okay, wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Hier geht's anscheinend also nicht weiter. Aber hier, was haben wir da? Der Segen. Eine altmodische Platte ansehen. Okay. Was ist das? Aber mitnehmen kann ich die nicht, ne? Doch. Okay. Hab es. Okay. War ja gar nicht so schwer. Guck mal, da haben wir jetzt den nächsten Bereich hier frei gemacht auf dem Friedhof. Hm, schön. Edgy Badge. Guck mal. Gibt sogar Heilung, die wir auch mal benutzen können. Ist vielleicht eine gute Idee. So, hier schon wieder. Müssen wir auch wieder was reintun. Jeremy hat diese Kapelle in seinem Buch skizziert. Sie muss also wichtig für ihn sein. Aber offenbar brauche ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Ja. Okay. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Gut, warte mal. Weil ich jetzt nicht weiß, was hier passiert. Speichern wir hier. Machen wir einfach mal so. Zack. Friedhof Lafayette. Siehst du, jetzt wissen wir auch, wie der Ort hier heißt. Auch vielleicht gar nicht verkehrt. So, und hier ist eine Tür. Oder ein Tor. Aber das kriegen wir nicht auf. Gut, dann bleibt uns ja auch nicht mehr viel übrig. Dann müssen wir sehr wahrscheinlich hier lang. Boah.
Munition, sehr schön. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Schade. Na gut. Dann gehen wir in die Richtung weiter. Guck mal, und Wasserprobleme gibt es hier auch. Alles abgesoffen. Okay. Mal eben nachladen. Was haben wir hier? Was zu trinken? Ja. Das ist gut. Haben wir gleich wieder Heilung am Start. Okay. Ja, nicht wundern, an manchen Stellen kann ich leider nicht schneller laufen. So, gerade eben die Stelle mit dem Wasser, da kann man anscheinend nicht so durchrennen. Pistolenkugeln, auch gut. Voll der Irrgarten hier. Oh. Oh. Da habe ich gerade ein bisschen zu viel verbraucht. Wollte ich gar nicht. Aber gut, jetzt können wir uns wenigstens in Ruhe umgucken. Hat auch einen Vorteil jetzt, ne? Haben wir die Gegner weggemacht. Vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir mal jetzt überlegen, dass wir den Weg nachher wieder zurück müssen. Dann brauchen wir uns da nicht mit abstressen, ne? Ah, okay. Ich glaube, wir müssen uns hier durch die Wand quetschen. Da wieder ein Stein. Jo. Schluck trinken. So. Dann lass uns mal gucken, ob hier vielleicht noch was rumliegt. Aber nee. Sieht nicht so aus. Knarz. Guten Tag, jemand zu Hause? Hier ist eine Schaufel. Oh, hier. Schrotmuni. Also ich höre Viecher. Oh, guck mal, hier geht's runter. Oh, das würde ich mir nicht trauen, ne? Da so im Dunkeln. Ich meine so... am Tag ist ja so ein Friedhof auch nicht der schönste Ort, ne? Das Omen.
Okay, haben wir schon zwei. Gehen wir hier nochmal. Ja. So, und ich hänge fest. Warum hänge ich fest? Oh nee. Ich hänge ja an dem Holz fest. Kacke. Ja. Was soll das denn jetzt? Okay, warte mal. Haben wir ein Autosave? Ja. Von wann ist der? Lass mal eben gucken. Nehmen wir den nochmal. Ja, okay. Müssen wir hier nochmal durch, ist aber kein Problem. So, war das hier? Ja. Oder? Doch, ich glaube schon. Ah! Oh! Okay. Da hat Onkel Maddie sich gerade erschrocken. So, ja. Danke. Oh. Vorschlaghammer. Den nehme ich mit. Kann nicht schaden. Oder? Ja. Da ist nichts. Aber hier liegt noch was. Schrotflintenmuni. Auch sehr gut. Okay. Dann gehen wir hoch. Hilfe! War's das oder kommt da noch mehr? Okay, ich glaube nicht. Haben wir Glück gehabt. Guck mal, hier geht's runter. Na, dann gehen wir runter. Warum auch nicht? Was ist noch gruseliger als ein Friedhof? Die Erde unter dem Friedhof. Okay. Ja. Zurück.
Ich glaube, mir fehlt noch etwas. So. Jetzt müssen wir mal eben schauen, wie wir das hindrehen, ne? Oder? So. Und das. So. Geht aber nicht. Dann tauschen. Ja. Und wir kriegen sie sogar wieder. Holy moly, ey. Oh, ja. Wie in Paris in den Katakomben. Alles voll mit Knochen. Gehen wir eben hier. Yes, Heilung. Noch mehr Heilung. Perfekt. Von hinten. Ah! Was zur Hölle war das? Ja. Einfach laufen. Oh. Hilfe. Eieieiei. Guck mal da. Das letzte Teil. Das Opfer. Na, was haben wir denn hier? Finde die drei Medaillons, die die... um die Tür zur Kapelle zu öffnen. Okay. Sehr gut. Ab nach oben. Okay. Ach, Gott sei Dank ist es vorbei. Sag das mal nicht so laut, ey. So, okay. So. Gut, und nun müssen wir die wieder drehen, ne? Ich weiß noch nicht wie. Haben wir dafür einen Hinweis? Warte mal. Das Omen, das Opfer. Ja, warte mal. Es war Ziele. Die Kapelle, über die Jeremy in seinem Buch geschrieben hatte. Mit ein bisschen Glück würde Carnby den alten Mann bald eingeholt haben. Er musste nur einen Weg in die Kapelle finden. Okay. In Jeremys Buch also. Medikamente, Anleitung, kleine Bitte. Perosi. Patientenakten.
Talisman, Lottis Buch. Ja, hier, Jeremy. Okay. Also, da sehen wir's. Okay, mehr Hinweise haben wir nicht. Ich würde sagen, die Taube rechts, dann links das andere und oben die Hand. So würde ich das mal behaupten. Stimmt. So, okay. Oder den Adler, was auch immer. Na, komm her. Bewegen. Den. Mit dem. Und den. Mit dem. So, und jetzt. Einmal so. Genau. Und das Ding. Halt auch nochmal drehen. Ja. Passt. Aha. Geil. Super. Was ist da denn los? Bitte Vorsicht. Nicht anfassen. Jeremy. Was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in der Shadow. Emily? Warum ist... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, 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 sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy, ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Aber wenigstens wird das Böse, das in der Seto erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Taroeia? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen, Ihr Versprechen? Gibt es dort was, das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Hinter Ihnen! Rennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Oh mein Gott! Oh, jetzt liegt sie da auf dem Bett. Uff. Mein Ein und Alles. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroeia, in Liebe, Jeremy. Oh, das ist schon wieder, ne? Das ist schon wieder traurig. Kofferschlüssel. Jeremy Hartwood. Verloren und wiedergefunden.
Okay, cool. Dann können wir jetzt sein Dings öffnen. Sehr, sehr cool. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt. Wir haben wieder was geschafft. Wir sind gut vorangekommen heute. Wir machen hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier weiter mit Alone in the Dark und mir. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber zocken. Und wie immer, tschö mit Ö.